Putin will jetzt mehr Freiwillige für seinen Krieg gewinnen und plant, die Sonderzahlungen für Soldaten noch mal zu erhöhen. Hat das Aussicht auf Erfolg? Ja, ich denke schon, dass da Geld immer zieht, wenn es um die Rekrutierung von Soldaten geht. Und man muss ganz klar wissen, dass dieser Krieg, und ich denke, das ist jedem Beobachter klar, äußerst verlustreich ist für beide Seiten, für die Ukrainer wie auch für die Russen. Die Russen greifen seit Monaten an und immer derjenige, der angreift, hat eigentlich auch die höheren Verluste, weil der, der sich verteidigt, der sitzt in den Schützengräben und dementsprechend sind da die Verluste in der Regel auch kleiner. Das heißt, Russland erleidet große Verluste. Das ist auch kein Geheimnis und daraus machen auch die Kriegsblogger keinen Hehl. Ich habe dazu jetzt gerade erst einen sehr informativen Post gelesen von Juri Katjonok. Das ist auch ein einflussreicher Kriegsblogger hier. Und er sagt, wir kriechen nach vorne. Wir bewegen uns in kleinsten Schritten nach vorne, weil uns die Leute ausgehen. Und in diesem Zusammenhang muss man auch diese Sonderzahlungen sehen. Wladimir Putin versucht über das Thema Geld eben neue Leute zu bekommen. Und das ist ein großes Problem. Und ich denke, dass das schon irgendwie ziehen wird. Aber ob das tatsächlich auf der ganzen Linie für Abhilfe schaffen kann, kann ich nicht beurteilen. Also eine Mobilmachung wäre dann eine weitere Lösung, um an neue Soldaten zu kommen. Aber Putin will keine zweite Mobilmachungswelle. Die erste war 2022 im September mit 300.000 Mann nach offiziellen Angaben. Und das ist extrem unbeliebt bei der russischen Bevölkerung. Und da, glaube ich, haben die Kreml-Leute auch in gewisser Weise Respekt davor, vor der Bevölkerung. Und deswegen versucht man es mit Geld. Ich denke, so muss man das sehen. Christoph Hanner, danke schön für diese Einordnungen aus Moskau.